Die 21. Etappe meines Caminos ging von El Acebo nach Villafranca del Bierzo, ca. 40 Kilometer. Davon bin ich 23 gelaufen und ca. 17 Kilometer mit dem Taxi gefahren. Gepilgert bin ich das am 10.04.2011. Der Abstieg an dem Tag betrug ca. 650 Meter und der Aufstieg ca. 150 Meter. Der erste Teilabschnitt des Wegs führt an diesem Tag über Straßen und danach über kleine Trampelpfade, die je nach Wetterlage sehr glatt sein können, und der ganze Weg ist am Anfang recht abenteuerlich. Der Weg von El Acebo bis Molina Seca, praktisch der komplette Abstieg, ist atemberaubend landschaftlich, die ganzen Gebirgspanoramen und die Täler und die ganze Landschaft hat mich einfach immer wieder erstaunt und fasziniert. Kurz bevor man dann in Molina Seca ankommt, kommt man wieder auf eine kleinere Straße. Der folgt man bis zu einer alten Brücke, die man dann überquert. Dann kommt man in eine Art Altstadtviertel und am Ende kommt man an eine Plaza. Hier gab es ein kleines Café, wo ich dann frühstücken war, und frisch gestärkt ging es dann weiter Richtung Ponferrada. Kurz vor Ponferrada habe ich Peter aus Berlin wieder getroffen. Mit ihm bin ich dann durch Ponferrada gelaufen. Wir sind dann noch zusammen eine Kleinigkeit in einer Bar essen gewesen und von da aus wieder getrennt weitergelaufen, weil jeder von uns ein unterschiedliches Tempo hatte.
Ich bin dann alleine weiter bis Fuentes Nevas gepilgert, dort in eine Bar, habe da zwei Bier getrunken und danach war ich dann so müde, dass ich mir ein Taxi abkommen lassen und bin dann weiter nach Villafranca del Pierzo gefahren, circa 17 Kilometer, hier dann in das Hospital Ave Phoenix und da habe ich auch übernachtet. Hier gab es ein tolles Abendessen, es bestand aus drei Gängen. Der erste Gang war ein kräftiger Eintopf mit Wurst, Tomaten und Kartoffeln. Hier konnte man so viel essen, wie man wollte. Der zweite Gang war Spiegeleier mit Wurst. Und als drittes gab es einen Nachtisch, eine Crème Brûlée. Das war meine 21. Etappe, gepilgert am 10.04.2011.